Hallo zusammen. Beim letzten Webinar, das ist jetzt das zweite Webinar zum Thema Fallstudie im Rahmen des Assessment Centers. Wir brauchen auch heute wieder eure Aufmerksamkeit. Es geht um das Thema Fallstudie im Rahmen des Assessment Centers. Das kann auch recht anspruchsvoll werden, deshalb volle Konzentration. Wir werden heute auch einige Übungen machen. Also, das heißt, ihr dürft auch mit abstimmen im Chat heute und am Ende werden wir auch noch auf Fragen eingehen. Das Webinar ist heute für 45 Minuten geplant. Ich denke, wir werden auch mit der Zeit gut hinkommen. Beim letzten Mal war es die Postkorb-Übung, da waren ziemlich viele Aufgaben. Ich denke mal, dieses Mal sollte sich das im Rahmen halten. Dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein. Gehe ich kurz auf die Agenda heute ein. Wie gesagt, wir planen so circa 45 Minuten für das Thema. Wir gehen am Anfang auf allgemeine Infos zur Fallstudie ein, typische Aufgaben und beschreiben so die Arten. Was gibt es dann so an Fallstudien? Das kann recht unterschiedlich aussehen im Assessment Center. Danach würden wir mit euch gemeinsam Beispielaufgaben durchgehen. Da könnt ihr auch selber im Chat ja, abstimmen oder Aufgaben beantworten. Und zum Schluss folgen eben Tipps und Techniken zum Lösen von Fallstudien im Assessment Center. Und dann zeigen wir euch nochmal, was gibt es da für, ich sag mal, Tools und ja, Produkte in dem Bereich, um sich optimal darauf vorzubereiten. Und am Ende, ja, würden wir auch nochmal auf eure Fragen eingehen. Da könnt ihr hier mitchatten und ja, eure Fragen stellen. Und dann gebe ich wieder rüber an Lukas. Ja, genau. Ich beginne jetzt gleich mit unserer ersten Folie über das Thema Allgemeines, über die Fallstudie. Also wir werden jetzt erstmal einige allgemeine Punkte klären. Was ist die Fallstudienaufgabe überhaupt? Eines vorneweg, viele von euch werden vielleicht an einem Assessment Center teilnehmen, das dann eine Fallstudie beinhaltet oder auch eine Case Study. Man muss sagen, dieser Begriff Case Study, der wird synonym verwendet. Also wir lesen häufig die Bezeichnung Fallstudie oder die Bezeichnung Case Study. Der Inhalt, der ist sehr häufig derselbe. Die Ausgangslage einer solchen Aufgabe ist die folgende: Eine konkrete Problemsituation wird beschrieben und der Bewerber muss jetzt mit dieser Problemlösung arbeiten. Er muss also versuchen, die Lösung für dieses Problem zu finden. Das gibt zwei Möglichkeiten, wie eine solche Aufgabe aufgebaut ist. Die eine Möglichkeit ist, man schildert euch Kurzfälle. Also, das kann mündlich stattfinden. Wir werden in dieser Präsentation ein Beispiel im Thema öffentliche Verwaltung zeigen, wie ein solcher Kurzfall aussehen kann. Die andere Möglichkeit ist, dass ihr schriftliche Unterlagen bekommt. Also eine Aufgabe in einem Assessment Center, für die zum Beispiel eine ganze Stunde oder 90 Minuten angesetzt sind. Ihr begebt euch in einen Raum und euch werden Unterlagen ausgehändigt. Das heißt zum Beispiel 30 Blätter DIN A4 bedruckt mit Texten, mit Diagrammen, mit Analysen, mit Geschäftsberichten und so weiter. Alles Informationen über ein Unternehmen. In einer solchen Aufgabe seid ihr häufig ein fiktiver Mitarbeiter in diesem Unternehmen und werdet dann vor eine gewisse Herausforderung gestellt. Also ihr müsst diese relevanten Informationen herausarbeiten, ihr müsst die Probleme erkennen und darauf basierend eben eine Lösung erstellen. Die Unterlagen, die euch vorgelegt werden, das können eben Statistiken sein, Geschäftsberichte, E-Mails, Mitschriften aus Meetings, Analysen zum Unternehmen und vieles mehr. Die Lösung, die ihr entwickeln müsst, die braucht ihr eben, um anschließend eure Präsentation zu halten. Denn am Ende dieser Aufgabe steht häufig eine Präsentationsaufgabe. Das heißt, ihr müsst nicht nur eine Lösung entwickeln, sondern diese auch dann im Anschluss präsentieren. Die Aufgabe ist es nun, diesen Datenwust, den ihr bekommt, also diese Menge an Daten, die wirklich durchzuarbeiten und die für die Lösung relevanten Informationen herauszufischen. Also, die sind sehr häufig auch versteckt. Das heißt, oftmals als zusätzliche Aufgabe haben wir im Anschluss eine Präsentation und der Bewerber ist hier in der Rolle eines Unternehmensmitarbeiters. Das wird dann in der Ausgangslage geschildert. Die Bearbeitungszeit ist im Durchschnitt zwischen 30 und 60 Minuten. Das wären einmal allgemeine Infos über die Fallstudie. Jetzt sprechen wir noch über typische Aufgaben. Womit kann sich denn eine Fallstudienaufgabe beschäftigen? Sehr beliebte Themen sind eine Organisation aufbauen, zum Beispiel eine neue Abteilung in einem Unternehmen soll aufgebaut werden.
du bist jetzt seit einem Jahr in diesem Unternehmen und man möchte jetzt ein neues Produkt auf den Markt bringen und dafür braucht man mehr Personal im Bereich Marketing zum Beispiel. Jetzt stellt man dir die Frage, wie kann man jetzt effektiv Personal anwerben in diesem Bereich? Man braucht also mehr Personal, eine neue Abteilung soll gegründet werden. Der zweite Schritt oder die zweite Aufgabe, Marketing- oder Vertriebsstrategien entwickeln für ein neues Produkt. Auch hier wird euch geschildert, was für ein Produkt ist das denn? Und jetzt sollt ihr euch Möglichkeiten überlegen, wie man dieses Produkt am geschicktesten an den Mann bzw. an die Frau bringen könnte. Beliebte Aufgaben sind auch rund um das Thema Rekrutierung neuer Mitarbeiter. Wie schaffen wir es, neue Mitarbeiter für eine neue Aufgabe, für eine neue Abteilung anzuwerben? Außerdem ein beliebtes Thema, Kostenreduktion. Welche Maßnahmen ergeben sich? Gerade in dieser Aufgabe kann es sein, dass euch Analysen, Tabellen vorgelegt werden. Ihr müsst hier also eine Wirtschaftlichkeitsrechnung zum Beispiel anstellen und müsst im Ergebnis dann präsentieren, wo im Unternehmen können Kosten reduziert werden. Oder in welche Maßnahmen lohnt es sich zu investieren? Also man zeigt euch verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel 5 Millionen Euro investiert werden könnten. Wie kann das Unternehmen mit seinem Gewinn am besten umgehen? Und jetzt sollt ihr hier die Maßnahmen miteinander vergleichen. Das wären sehr beliebte Aufgaben, mit denen man hier auf jeden Fall immer rechnen muss. Ja, wir unterscheiden die Aufgaben in zwei Kategorien. Das muss man einmal vorab sagen. Es gibt geschlossene Fallstudien und es gibt offene Fallstudien. Bei der geschlossenen und bei der offenen Fallstudie gibt es jeweils noch zwei Untervarianten. Sehen wir uns erst einmal die geschlossene Fallstudie an. Der Punkt ist folgender. Bei der geschlossenen Fallstudie, die vorgelegten Unterlagen beinhalten sämtliche Daten, die für die Lösung der Aufgabe relevant sind. Also genau genommen habt ihr die Lösung für eure Aufgabe vor euch liegen. Diese 20, 30 Blätter, die beinhalten alle Informationen, die ihr benötigt, um die Aufgabe zu lösen. Jetzt unterscheiden wir bei dieser geschlossenen Fallstudie noch in zwei Untervarianten. Es gibt die Fallstudie ohne Ballast. Das bedeutet, alle Informationen vor euch sind relevant und sind nötig für den Lösungsweg. Schwieriger ist es da, wenn in eurer Fallstudie Ballast mit eingemischt ist, also überflüssige und irrelevante Informationen. Also nur ein Teil der Daten ist überhaupt für die Lösung relevant. Gerade hier steckt ja auch das häufige Problem der Fallstudie. Ihr bekommt vielleicht 30, 35 Blätter ausgehändigt, aber auf nur 5 von diesen Blättern stehen Informationen, die ihr für eure Lösung braucht. Das heißt, der Großteil dieser Daten ist völlig irrelevant, ist also Ballast, der dient dazu, die Aufgabe zu erschweren. Grundsätzlich mal die geschlossene Fallstudie, ja, ihr habt alle Informationen im Grunde vor euch liegen, aber häufig ist Ballast dabei, den muss man aussondern, um dann eben wirklich mit den Informationen zu arbeiten, die man für seine Lösung braucht. Der zweite Typ, die zweite Kategorie, das ist die offene Fallstudie. Die offene Fallstudie sieht folgendermaßen aus. Die vorgelegten Unterlagen beinhalten nicht alle Informationen.